Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tekkalink 2. Ja, heute gebe ich euch in der Folge von Tekkalink 2 ein paar Einsteigertipps, was ihr so beachten könnt am Anfang. Und ich denke mal, das ist vor allem für Anfänger ganz praktisch zu wissen. Tipp Nummer 1 wäre auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid, steckt eure Waffen ein. Bei der PlayStation macht man das zum Beispiel mit Viereck gedrückt halten, denn wenn ihr eure Waffen eingesteckt habt, dann rennt ihr schneller, als wenn ihr mit Waffe in der Hand rumlauft. Tipp Nummer 2 wäre auf jeden Fall, fliegt immer zu Orten, wo viele Häuser sind, weil es sind momentan eh nicht sehr viele Spieler immer in den Runden. Und da kann man eigentlich auch mal zu den größeren Orten hingehen oder auch zu den Orten, wo ein Name ist. Und ansonsten hätte ich noch, wenn ihr ein Sturmgewehr habt, ich habe leider gerade nur eine MP, aber das sollte mit der eigentlich auch ganz gut gehen. Stellt mit R1 auf der PlayStation, PC und Xbox, weiß ich nicht, was das da für eine Taste ist, auch einen Feuermodus um. Und zwar könnt ihr bei der MP hier zum Beispiel den Feuermodus umstellen auf automatisch, Burst, also Salven, und auf Single Shot, also dass ihr nur einzelne Schüsse abgebt. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, vor allem für Distanzkämpfe. Da würde ich das wirklich immer empfehlen, bei einem Sturmgewehr Einzelschüsse einzustellen. Das ist meiner Meinung nach sehr praktisch, wenn man das so macht. So, wir laden erstmal kurz die Pistole nach und sortieren hier ein wenig den Inventar-Slot, so. Worauf ihr auf jeden Fall auch achten müsst, auf die Stims, also diese Spritzen hier, denn alle Spritzen geben verschiedene Bonussachen, Bonuswerte. Zu den Spritzen werde ich auch jetzt demnächst nochmal separat ein Video zu machen. Genauso wie zu einigen anderen Sachen, zum Beispiel was das beste Sturmgewehr ist im Spiel momentan. Und dann werde ich auch noch Videos machen, wenn ein Patch kommt zu dem Spiel, was da verändert worden ist und so. So, hier haben wir ein wenig Munition, die brauche ich aber nicht. Wir gehen erstmal hier hoch zu den Häusern und looten dort ein wenig. Was ich auf jeden Fall auch nur empfehlen kann, achtet auch darauf, was ihr für Perks nehmt und ja, was für euch so das Beste ist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich tue gerne im Nahkampf spielen. Nahkampfwaffen gibt es hier. Und zu den Nahkampfwaffen kommt auch nochmal ein Guide-Video zu mir, was so die effizientesten Nahkampfwaffen sind. Und ich persönlich spiele zum Beispiel gerne im Nahkampf. Deswegen sind für mich halt die Sachen gut, was die Perks betrifft, die halt was am Nahkampf ändern. Wer aber jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr aushalten möchte, also so ein bisschen mehr in so eine Richtung kleiner Tank gehen möchte, der kann natürlich auch andere Sachen dort finden in dem Perk-System und ja, kann sich dann zu so einem kleinen Tank machen. Also, dass man ein bisschen mehr aushält oder so, wenn man Rüstung anhat. Ist auf jeden Fall alles sehr interessant, das Perk-System und so. Dafür wird auch noch ein Video kommen, wo ich alle Perks erkläre und auch was die besten Perks sind. Okay. Hier haben wir ein Handgrip, also einen Handgriff. Da kann ich auch nur empfehlen, achtet auf jeden Fall auf diese kleinen Teile, diese Modifizierungen für eure Waffen. Das ist sehr wichtig. Weil mit einem Griff kann man zum Beispiel den Rückstoß verringern. Und das ist auf jeden Fall sehr praktisch, vor allem bei einer MP. Was ich bei der UMP zum Beispiel sehr gerne habe, wenn ich es finde, ist so eine Art Trommelmagazin. Das gefällt mir sehr gut dafür. Weil MPs haben hohe Feuerraten und wenn du dann noch 45 Schuss oder sowas drin hast, dann ist das natürlich angenehm. Da kannst du halt auch einfach mal ein bisschen länger gedrückt halten. Das Feuer, wenn du auf kurzen Distanzen unterwegs bist. So. Was haben wir hier? Eine Spritze. Gut, die nehmen wir mit. Ja.
haben wir ein Sturmgewehr, das nehmen wir einfach mal mit. Das ist zwar nicht so mein Lieblingssturmgewehr, aber es ist besser als gar nichts. So. Dann modifizieren wir mal ganz kurz hier das Sturmgewehr. So, gut. Jetzt können wir hier mehr Kugeln reinpacken in die AK und in unsere MP auch. So, sehr gut. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Obwohl, ja, wir schauen uns mal noch hier um. Wir haben ja noch Zeit, die Zone ist auch gar nicht so weit entfernt von uns. 2 Minuten und 50 Sekunden knapp dauert es noch. Danach kommt die Zone erst. Ja, dann gucken wir noch ganz kurz hier schnell über mal durch. Und danach gehen wir schnell weiter. So, zum Beispiel das Sturmgewehr von mir stelle ich jetzt auf Einzelschuss, weil die Sturmgewehre, zumindest manche, verziehen einig. Also einiges an Rückstoß haben sie auf jeden Fall. Aber da kommt auch noch mal ein Video von mir, was da so die besten Waffen sind, was Rückstoß betrifft, wo ihr am wenigsten Rückstoß habt. Aber am meisten würde ich empfehlen für alle Einsteiger so, falls ihr die Waffe findet, nehmt auf jeden Fall die SCAR-L mit. SCAR-L ist wirklich ein sehr gutes Sturmgewehr, das kann ich nur euch empfehlen. Ist wirklich eines der besten Sturmgewehre hier im Spiel. Aber darüber rede ich auch nochmal in einem separaten Video, was die besten Sturmgewehre sind und so. Schreibt mir aber auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr solche Tipps und Guides-Videos eher sehen wollt. Wollt ihr, dass ich da eine ganze Runde bringe oder dass ich das eher klein und kompakt bringe? Das heißt, mehr so geschnitten, weil meine meisten Videos sind ja immer ungeschnitten. So gut wie komplett ungeschnitten, fast immer. Und ihr könnt mir ja da gerne mal reinschreiben, ob ihr da eher kürzere Versionen sehen wollt von diesen Guide-Videos. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, den einen oder anderen gefällt das vielleicht nicht so, dass ich halt sehr viel danach gehe, eine ganze Runde zu machen mit den ganzen Tipps. So, hier haben wir jetzt einen Griff für. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, wir gehen weiter. Ein Visier wäre auf jeden Fall auch wichtig. So, wir stecken erstmal die Waffen ein, denn wie gesagt, man ist da schneller, wenn man die Waffen einsteckt. Aber man muss halt auch aufpassen wegen Gegnern. Nicht, dass du plötzlich beschossen wirst oder im Nahkampf plötzlich ganz schnell bist und hast keine Waffe gerade in der Hand. Das wäre halt dann natürlich nicht so praktisch. Und ich sehe gerade auch, dass es nur noch ein 1 gegen 1. Wir gegen einen anderen. Was auf jeden Fall auch so ein kleiner Tipp ist von mir, wenn ihr in Deckung geht, probiert nicht in Deckung zu gehen, ganz genau an einem Stein oder einer Wand, weil wenn ihr ganz genau rangeht, dann geht ihr plötzlich aus dem Visier raus. Dann könnt ihr nicht mehr ins Visier gehen, wenn ihr so ganz nah rangeht. Das geht zum Beispiel meistens gar nicht. Nicht, dass ihr euch so denkt, ja, ich gehe da jetzt in Deckung und schau dann so knapp dort rum um die Ecke und dann geht das nicht. Also da auf jeden Fall auch aufpassen. Was auf jeden Fall auch ein Tipp ist von mir: Achtet auf den Sound. Lauscht die Schüsse und achtet auf, ja, Geräusche. Ob jemand läuft, springt oder so. Denn alles hat eigentlich unterschiedliche Sounds, wenn man wo läuft. So. Weil alles hört sich ab und zu etwas unterschiedlich an. Weil hier hört sich das anders an, als wenn ich jetzt auf einem Betonboden laufe oder so. Also achtet auf jeden Fall auch auf den Sound des Spiels. Dann könnt ihr einfacher herausfinden, meistens, wo der und der Gegner ist.
So, wir gehen mal ein bisschen mehr in die Mitte von der Zone. Und ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass ich keine Nahkampfwaffe bis jetzt gefunden habe. Denn Nahkampfwaffen sind, wie gesagt, so meine Lieblingswaffen. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Vielleicht finden wir hier irgendwo jetzt noch eine Nahkampfwaffe. So, leider nicht. Gut, dann gehen wir hoch. In der Zone dort sehe ich noch ein paar Häuser. Ja, wir gehen da auf jeden Fall in ein Haus rein. Was ihr aber auch wissen solltet, ist, wie ihr euch heilt und so. Weil ich habe schon einige Leute kennengelernt, die wissen nicht mal, wie man sich heilt in diesem Spiel. Zum Beispiel, ihr müsst jetzt hier reingehen in euer Backpack und dann seht ihr jetzt hier, Viereck muss ich drücken, Use, dann nehme ich das. Weil ich kenne einige, die wissen noch nicht mal, wie das geht, sich hier zu heilen in dem Spiel. Deswegen das mal noch so am Rande als kleiner Mini-Tipp. Ja, aber die Videos mit den besten Sturmgewehr und so werden auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen auch noch kommen. Und wenn halt ein Update kommt, kommen dann von mir die Videos dazu, was geändert worden ist und so. Ob es was Neues gibt, was es Neues gibt, falls ja. So ein größerer Rucksack, das ist schon mal gar nicht schlecht. So. Ich habe ehrlich gesagt gerade ein wenig Angst, wo der andere Typ ist, den wir jetzt noch hier haben. So. Wir gehen mal ganz vorsichtig. So ein bisschen hier überall entlang. Das kann ich auch nur empfehlen. Lauft immer so ein bisschen an den Stellen lang, wo ihr noch ein bisschen Deckung habt. Zum Beispiel hier jetzt. Hier habe ich halt diesen Felsen. So auf offenen Flächen rumzulaufen lässt sich zwar nicht zu vermeiden, aber ich würde trotzdem empfehlen, wenn es was gibt, wo ihr so ein bisschen Deckung hinter habt, dann lauft dort auf jeden Fall entlang. Das kann ich wirklich nur empfehlen. So, was haben wir denn hier? Ein Militärrucksack. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Gut, kurz nochmal nachladen. Ich habe meine UMP gerade weggeworfen. Das wollte ich eigentlich nicht mal. So. Kurz ein Visier draufpacken hier. Bei meiner UMP. Das gute Rotpunkt. Das finde ich ist gar nicht so verkehrt. So. Wir müssen aber nochmal ganz kurz hier das machen. Ich habe hier nämlich gerade einen kleinen Fehler gemacht mit der Waffe. So. Gut. Das nehmen wir mit und das kommt hier drauf. Oh, die Zone. Weil das muss ich persönlich so sagen, manchmal verwirren mich persönlich immer noch hier so ab und zu die Sachen in den Menüs. Ja, und die Zone ist auch gerade hier. Müssen wir ein bisschen schnell machen. Waffe einstecken. Los. Weil die Zone macht gleich sehr viel Schaden. Am Ende vor allem.
Da kann ich echt niemanden empfehlen, drin rumzulaufen, vor allem am Ende. Wenn die Zone nämlich jetzt gleich ankommt, so oioioi, dann gibt es ganz schön viel Schaden. So, Axt drauf, schnell. Jawohl, sehr schön. Den haben wir. Wir sind Erster geworden. Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich persönlich spiele ja sehr gerne Nahkampf, aber ich finde, Nahkampf ist auch etwas, was sehr praktisch ist. Und es ist auch, finde ich, sehr unterschätzt, der Nahkampf in dem Spiel. Weil ich finde, Schusswaffen sind eigentlich nicht mal so das Beste. Eigentlich sind Nahkampfwaffen immer noch so der krasse Shit. Klar, Schusswaffen auch, aber Nahkampfwaffen sind immer noch sehr stark und präsent, wie im ersten Teil. Und wir öffnen jetzt mal kurz meine Kiste, die ich hier habe. Und mal sehen, was wir rausbekommen. Sehr schön, ein paar Credits. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Denn ich wollte nämlich hier diese eine Frisur haben, und zwar die hier. Dann kann ich mir die jetzt auch kaufen. So. Sehr schön. Die haben wir jetzt. Und dann fehlt mir jetzt nur noch der Bart hier dazu. Ich möchte den nämlich noch mit so dazu haben. Das gefällt mir so ziemlich gut. Aber nun gut, dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt hier auch Schluss. Und ein Video zu den Perks, was da so die besten sind, meiner Meinung nach. Und was auch so die praktischsten Kombinationen, was die Perks angeht. Dazu kommt noch ein Video jetzt auch noch. Lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch ein paar Tipps habt für Anfänger und so, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, da würde ich sagen, war es das mit dem Video. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt von The Culling, Tipps, Guides, News-Videos, dann lasst natürlich auch sehr gerne ein Abo da. Das war's, haut rein und tschüss!